Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts unter Belagerung. In der letzten Folge haben wir Sondergebäude gelernt, genau. Und Lernprogramm Nummer 4 abgeschlossen und jetzt sind wir bei Lernprogramm Nummer 5. Die Schlacht um Rom. Nach allem, was ihnen beigebracht wurde, müssen sie noch einen letzten wichtigen Test bestehen. Jetzt ist es an der Zeit, alles, was sie gelernt haben, in die Praxis umzusetzen. Treten sie in diesem Übungskampf mit Remus und seiner Armee entgegen. Wenn die Zeit kommt, einen echten Kampf zu ziehen, wird das genauso sein wie in diesem Übungskampf. Viel Glück. Frage ich nur, wen nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, wir nehmen die Olympians oder, ja, weil die sehen genauso aus wie Remus. Das würde ja irgendwie mehr passen, ne? So, das Finale des Lernprogramms. Danach werden hoffentlich ein paar längere Parts wieder, weiß ich nicht, hochgeladen. Weil ich finde doch so 10 Minuten und so, das ist doch ein bisschen kurz, aber ist ja nur ein Lernprogramm. Vielleicht werde ich auch 2 pro Tag hochladen, ich weiß nicht, wie ich das handhabe. Mal gucken. Jedenfalls bei den Kampagnen werde ich immer schon ein bisschen länger spielen. Jetzt ist die Zeit gekommen. Weil alles, was sie gelernt haben, sinnvoll einzusetzen. Weil da werden die Kämpfe ja richtig lang wieder. Auf in den Kampf. Allein schon wegen den Gebäude errichten und all sowas. Ohne Tutorials und all sowas. Hier werden ihre Fähigkeiten zum ersten Mal richtig auf die Probe gestellt, Scherbchen. Sie werden auf alles zurückgreifen müssen, was ich ihnen beigebracht habe. Damit sie es wirklich ein echter Test ist, werde ich das Spielfeld ein wenig anpassen. Prometheus, ja, cool ist. Oh nein. Denken Sie daran, Scherbchen. Das Ziel ist, in jedem Wettbewerbsspiel gegen einen Gegner ist es, diesen zu bezwingen. Dies kann man auf 2 Arten tun. Sie müssen entweder seine Festung zerstören oder alle Würmer seines Teams töten. Hier noch ein letzter Hinweis. In einem einzigen Zug können Sie bauen und feuern. Wenn Sie da bauen möchten, dann erledigen Sie das zuerst und nutzen Sie danach die restliche Zeit Ihres Zuges, um zu schießen. An der Zugdauerzähler unten rechts im Bildschirm können Sie ablesen, wie viele Sekunden Sie für Ihren Zug noch bleiben. Von Zeit zu Zeit werden Kisten über die Landschaft abgeworfen. Setzen Sie Ihre Armee von Würmern klug ein. Beginnen Sie am besten damit, etwas zu bauen. An dieser Arbeit. An die Arbeit, Scherbchen. Und viel Glück. So, jetzt geht's erst richtig los. 15, na, keine Ahnung, wohl genau. Ja, ich hab genug Dinger. Alles klar, dann machen wir die platt. Und ich fange mit dem Mörser an, würde ich sagen. Feuern auf, weiß ich nicht. Sollen wir das Ding kaputt hauen, versuchen? Warum steht da einer? Also. Los, schnapp's dir, der Priester! Verdammt. Ich hab mich bewegt, Mann. Oh Mann, ich hab mich getroffen. Das ist sicherlich die gesündere Variante. Na toll. Remus ist bereit zum Losschlagen. Ja, die haben alle verschiedene Güter. Ich will auch verschiedene Güter haben. Nicht alle den gleichen. Oh Mann. Was für ein Fuchs, ey. Ja, ich glaube, der Part wird nicht 10 Minuten dauern, der wird ein bisschen länger in Anspruch nehmen, habe ich so das Gefühl. Bitterwerfer, 4 Sekunden. Ja toll, damit trifft er jetzt wahrscheinlich, ne? Na komm, Remus. Ha! Ich getroffen, Mann. Ist das verlockend oder was? Ey, ist alles bei denen jetzt. So, was jetzt? Ist ja so bauen, dass die hier nicht direkt kaputt geht, ne? Hey, das ist ein TNT-Ding. Was zum. Ja. Hauptsache bessere Dingens, ne? So, was haben wir jetzt hier? Damit habe ich, glaube ich, oft gespielt. So, jetzt seid ihr dran. Zack! Boah, der ist gut gefeuert. Boah, direkt der Turm weg. Boah, Turm pulverisiert. Und da geht Remus. Sehr schön.
Nur so wenig. Okay, ein Tor mal in Speck gebritzelt. Sehr gut. Oh, endlich was bei mir. Legionär ist in Bewegung. Ja, natürlich wieder da immer im Bauen. Ja, und jetzt? Eine Granate will er werfen, ey. Es hat anstatt sich den Platz mit dem einen Typen zu teilen, ne. Nur treffen die nicht, ey. Da sind neue Kämpfe, die wir jetzt wieder vermisst haben. Und das ist auch bei mir. So, was haben wir hier? Ein Krankenhaus. Brauche ich noch nicht. Machen wir erstmal eine Kaserne. Ne, nicht eine Kaserne, eine Bergfried. Frage ist nur, ob man sich jetzt strategisch irgendwie hier erstmal so zurechtbaut, damit hier nicht alle Sachen kaputt gehen, wenn man irgendwas zerstört bekommt, oder ob man immer direkt weiterbaut zum nächsten Dingen. Ich würde sagen, erstmal die ganzen Sterne hier voll bauen, ne? Dann irgendwie dafür sorgen, dass halt nicht alles zerstört wird. Das ist jetzt meine Strategie. Ein Turm. Brauche ich eigentlich nicht, ne? So, Herr Cooles, na? So, jetzt nochmal ein Ding, glaube ich. Und. Oh, ich laufe mal ein bisschen zu weit nach links. Egal. Boah. War gut am Ziel, Mann. Okay, die sind aber noch einfach. Später werden sie richtig schwer. Das weiß ich noch. So hat's Gerät vergeben. Boah, wieder bei uns. Geil. So. Wir gleich nur den Turm wegkommen, dann seid ihr wieder dran. Ich hab schon ein Dingens. Ein Bergfried gleich. Ja, nicht ein Bergfried, ein Dingens. Weiß ich gar nicht. Ja. Ball ist da. Oh nein, damit können wir unsere Bürger treffen, glaube ich. Oder auch nicht. Zum Glück können die gar nichts. Ja, ich werde mich hier noch ein bisschen ausleben. Von denen hat noch keiner getroffen, kann das sein. Einsammeln oder erobern? Das ist hier die Frage. Erstmal die Dinger einsammeln, würde ich sagen. Soll mal drin, also ich will es einfach haben. Ein Jetpack. Boah. Na. Fallschirm. Braucht man die Dinge eigentlich noch hier in dem Spiel? Aber jetzt kann ich hier Dinge bauen. Dann kann ich halt die Waffen hier freischalten. Aber genug Dinger von denen. Blöd ist, wenn irgendjemand hier diese Straße erledigt, ne? Dann ist das weg. Und zwar die Brieftaube mal ein. Und zwar. Da ein. Nein, verdammt. Ich will doch sehen, was da passiert, Mann. Boah! Hohoho. Oh, und da geht einer baden, glaube ich. Sehr schön. Legionär hat einen Blauchklatscher. Bauchklatscher hingelegt. Oh. Oh, taunt. Das könnte nützlich sein. Ich hoffe natürlich auch, ich kann die Kampagnen auch immer mit einem anderen Team spielen. Das war ja auch beim Dings so, ne? Ist ja nicht mal ein gegebenes Team hier einsetzen. Ich konnte ja immer wieder abwechseln.
Ja, sobald das Ding irgendwie weg ist, sind wir tot. Wird mir irgendwann zu fängen, habe ich so ein Gefühl. Der kommt dann nicht in die Mitte, kann das sein? Ja, es ist einer mit. Meine Güte. Warte, ich komme euch da rum. So mit den dicksten Dingern, die ihr je gesehen habt. Ja, könnt ihr ihn drauf lassen. Wird am liebsten jetzt erstmal so eine Dingens hier, so eine. Wart Tutorial Endlevel in 3D, aber irgendwie besser. Also stärker. So tut man ja nicht bei jedem Sprung irgendwie Leben verlieren. So. Ich guck mal. Ich kann jetzt hier schon eine Zitadelle bauen, ne? Voll übertrieben. Ich kann ein wissenschaftliches Labor, um meinen Schaden zu erhöhen. So, jetzt sind die alle miteinander verbunden, ne? Hiermit nicht? Doch, wollte schon sagen. So, jetzt da rein. Was haben wir denn hier noch? Eine Riesenarmbrust. Dann mal los. Feuert das Nilpferd ab! Bams. Oh, der ist abgesoffen. Okay, habe ich gar nicht gemerkt. Rotes Kreuz, Wurm zufrieden. Das wird mir Spaß machen, das Spiel. Ich weiß es. Genau wie früher, Mann. Jetzt muss man mindestens schon zwei Dinger hier kaputt machen, um das hier alles kaputt machen zu können. Voll genießt, ey. Und da kommt noch einer. Oh mein Gott, er ist jetzt noch kein einziges Mal getroffen. Ergebende. Ah, die Gesichter. Ja, na, wie geht's? Packen wir noch einen Berg, eine Burg da hin. Dann kommt die Zitadelle, kann ich auch ein Wunder bauen. Egal. Dann hat der voll im Kreuzfeuer, wisst ihr das? Eine Minikanone. Gucken wir mal jetzt die Talil, das Zentrum ein bisschen anballern. Ja, ist das schwer. Ich habe ein bisschen das Ding, glaube ich, angekratzt. Boah, geil. Haben die jetzt ein Leben verloren? Kann irgendwie gar nicht mehr gewinnen. Guckt euch mal an, was ich hier schon gebaut habe. Er ist nicht mit einer verbunden. Okay. Soll man versuchen, ein bisschen ernster gegen die zu kämpfen, aber ich möchte dir alles zeigen und alles mal. Oh nein. Wer, du bist auf mein Waffenlabor ballern. Was macht er, ne? Nein, mein Waffenlabor, Mann. Bist du eigentlich irre? Egal, wenn das kaputt geht, kann nichts passieren, eigentlich.
Nein, das sind nicht. Die sind viel zu weit weg. So, dann kommen wir immer näher, immer näher. So, jetzt wird's ernst. Jetzt haben wir eine Zitadelle. Boah, guck dich das mal an, ey. Was haben wir denn hier für Zerstörungswaffen? Ich. Mein Gott, das hört sich schon böse an, ey. Abgesoffen. Wie Elche können ich schwimmen. Ach Mann. Das ist schon wieder doof. Ich kann solche Dinger nicht steuern. Ich hätte vielleicht ein bisschen da näher abfeuern sollen, hinstellen sollen. Aber naja. Jetzt kommen die mit einer Burg an. Was machen die jetzt? Ein Kühlschrankwerfer. Ja, damit treffen die bestimmt. Und? Ich will aber essen, nicht Mann. Oh, meine schöne Dingens. Waffenfabrik, nenn ich Waffenfabrik, Dingens. Wissenschaftliches Labor. Meine, das ist meine. Das war doof, wir können jetzt nur noch... Ja. Ich kann mich ja nicht absichern, das ist das Doofe. Habt ihr das gesehen? Ist das jetzt mit da verbunden, mit da oben? Nee, ne? Seht ihr, das ist doof. Upsala. Osaka Massaker. So, dann komm mal her. Raketenwerfer. Das ist ja Raketenwerfer, das ist eine Orgel. Und Raketen draus abfeuern. Ey, das ist so doof zu steuern, ne? Mit den stärksten Waffen kann ich gar nicht treffen. Vielleicht würden die schon jetzt Tatelle bauen, wenn ich Pech hab. Die machen mich hier noch fertig. Komm schon. Warte, ich baue da. Boah. Komm mir mal näher. Jetzt kommt's. Super. Oh nee. Der hat jetzt auf den einen Turm dabei, dann bin ich tot. Oh Mann. Nein, nein. Hör auf mein Zentrum. Ja, okay, das geht eigentlich auch noch. Idiot, irgendwo. Idiota. Ja toll, du hast einen Turm kaputt gemacht, der überhaupt nicht da verbunden war. Tut aber euch meine strategisch wichtigen Sachen hier wegballern, ne? Warte mal, ich könnte jetzt da was hinbauen. Ich hätte da eigentlich eine Zitadelle hinbauen sollen, nicht Idiot. So, da ist jetzt damit verbunden. Muss das. Nee, das kann ruhig. Weiß ich nicht. Da mal noch wer. Ihr steht gerade so schön da, deswegen kümmere ich mich mal lieber darum, euch zu töten. Vorsicht da unten! Ha, der Treuvogel wieder. Ja gut.
Der ist in eine andere Mine reingelaufen jetzt. Haha, sehr schön. Ja, der eine ist auch leicht rot. Werkzeug für Narren. Yes, sir. Dun, 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 dun. Sollte man vielleicht hier diesen einen Turm wegballern, weil dann sind die eigentlich im Arsch. Jetzt nicht mehr. Ich muss strategisch irgendwie spielen, habe ich so ein Gefühl bei dem Spiel. Aber wenn ich das in der Mitte da kaputt mache, dann sind sie eigentlich weg, ne? Ne, nicht eine Brieftaube. Hat er jetzt auf das eine Ding gezielt? Bitte nicht, bitte jetzt mach nicht das eine Ding kaputt, ey. Dann irgendwie alles am Leben hält. Der echt aufgezielt, ne? Jawohl! Das Ding hat das abgefangen, ey. Ich wäre so im Eimer gewesen. Ja, und jeder Kampf wird wahrscheinlich so lange dauern in der Kampagne, deswegen werden die Parts natürlich wieder ein bisschen länger. Dann stellen wir da mal was hin. Oh, Remus, du hast nur noch 8, sag das doch gleich. Oh Mann, ist halt im Eimer. Da kann ich ja noch hier alles hinballern. Die Riesenarmbrust. Sieht immer noch relativ normal aus. Nein, nicht auch meine. Dich werde ich ja wohl treffen, oder? Willst du mich auf den Arm nehmen? Oh, ich dachte, er tut auch irgendwie auf die Schwerkraft irgendwie. Oh, ey, die werden immer stärker. Warte, ich habe eine Idee. Was ist das doof? Hey, wird dir nicht angezeigt, was die bekommen haben? Was halt auf die Mann mich fertig noch? Wenn ich Pech habe. Ich weiß schon, wie ich Remus erledige. Und ihn auch vielleicht. Vor allem, wenn der Beiler da drin steht. Ja. Ja. Nee, doch nicht. Hm. Nee, warte doch. Nee, doch nicht. Was macht der da? Ja, super. Jetzt tut er doch nochmal abfeuern. Tut meine Zeit verschwenden. Ja. Nein, bitte nicht. Sehr gut. Ich wollte schon sagen, wenn er jetzt getroffen hätte, ne? Die haben am Anfang gar nicht getroffen, ne? Und jetzt treffen sie die ganze Zeit. Das wäre das Beste gewesen. Was ist da drin? Ne? Ist da eine Zitadelle vielleicht drin, ne? Noch ein wissenschaftliches Labor. Sehr gut. Vielleicht nicht da. Tun wir mal weiter hinten irgendwo hin platzieren. Aber Stern ist zum Beispiel. Wissenschaftliches Labor montiert. So. Jetzt brauche ich nicht in so ein Ding reingehen. Ich mache einfach den hier. Elektrischer Sturm. Waffe kann ich auch noch. So ein Mini-Toten. Ha! Was ist? Hä? Hm? Hey, du! Da werden, glaube ich, irgendwelche zufälligen Gebäude angezählt, ne? Ah, ne, ich dachte, da werden zufälligen... Ach, jetzt fällt mir jetzt mal ein, ne? Oh, geil, auf das Ding, okay. Ja, auf ihn, auf ihn, auf ihn, jawohl. Oh,
Oh, was ist das? Oh, nochmal auf das, okay. Oh, oh, oh. Na, wie war das? Hey! Wie die ersten paar so 10 Minuten gingen, ne? Oh, ist er getötet, sehr gut. Du irgendwie schade. Mal, hätte er noch einmal irgendwo da gelandet, ne? Bei Remus. Hätte er nicht eine einzige Wolke über Remus fliegen können, oder? Dum, 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 dum. Oh nein. Wenn er damit trifft, ne? Was auch immer er trifft. Ich glaube, wir wollen hier schon wieder auf mein wissenschaftliches Labor abzielen. Ich will nicht immer auf meine Bonussachen hier ballern. Oh Mann. Autsch. Ja, die machen halt wesentlich richtig. Ich ziehe auf meinen Dingen, ja. So, Geschenk verpackt, bereit zum Abtrocknen. Na warte, ich weiß, wie ich dich erledige. Komm mal her. Wo ist er? Komm mal her. Fünf nicht Zentner. Kanarienvogel. In your face. Mann! What is this? Wo hat er den denn hingeworfen, Mann? Ey, ich hab doch genau auf ihn gezielt, Mann. Hi. Na? Ja, das gibt's doch nicht. Ich hab doch genau auf ihn gezielt. Sich hat nur eingesteckt. Die brauchen viel zu lange für ihre Züge in dem Spiel. Nein, aber nicht kriege ich, ey. Wenn er jetzt auf mich zielt, ne? Du ziehst jetzt nicht echt auf. Was zieht der denn jetzt hin? Was? Willst du mich auf den Arm nehmen? Was hat der denn da versucht, ey? Nein, der bombardiert meine Stadt. Na warte, Wurmwechsel. Wie geht das nochmal? Was zum... Was war hier? Wo bist du? Verreck. Ist doch nicht. Boah. Hat unendlich lang gedauert. Das waren 30 Minuten jetzt, im Gegensatz zu den 10, 15 Minuten. So, endlich. Ich habe viel zu viel Zeit gelassen dafür. Oh ja, und da geht er hin. Remus, wie schade. Für Remus Armee ist es zu spät. Gut gemacht, Sterblicher. Ein historischer und überzeugender Sieg. Rom ist in Sicherheit und gehört jetzt mit vollem Recht Ihnen. Ich würde mich an Ihrer Stelle ein wenig ausruhen, denn Ihnen stehen noch viele Schlachten vor, die sie ausbrechen und gewinnen müssen. Viel Glück bei Ihren Eroberungszügen, Sterblicher. Vielleicht werden wir uns ja einmal wiedersehen. Außer eine Kiste erscheint dann noch, ey. Viele Abenteuer erwarten sie. Das ist nur der Anfang. Yay, Lernkampagne abgeschlossen.
Dann können wir in der nächsten Folge mit der Story endlich anfangen. Ja, ich möchte speichern. Natürlich, ich möchte speichern. Alles klar. Wir haben Profi. Okay, was auch immer. Wir sind abgeschlossen 10. Das heißt, in der nächsten Folge können wir mit den Pyramid Heads die ägyptische Kampagne endlich beginnen. Bis dahin sage ich aber erstmal Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zur nächsten Folge.